Lockdown in Deutschland. Wir schauen uns an, was das für uns Bankkunden bedeutet. Und zwar auch an Beispielen, wo schon was in die Hose gegangen ist. Aber auf der anderen Seite auch, wo gerade Neues, Hoffnungsvolles entsteht. Zuerst eine der guten Nachrichten. Bankfilialen sind ausgenommen vom Lockdown. Sie können offen bleiben, sodass quasi das Finanztechnische abgewickelt werden kann für die Leute, die noch mit einer Bankfiliale zusammenarbeiten, die noch nicht wie die meisten von uns auf dem Kanal ins Online-Banking gewechselt sind oder quasi Banking per Telefon. Genau. Was ein bisschen passieren kann, ist, wenn man nach Frankreich guckt, ne, kann ich auch unter dem Artikel mal verlinken, aktuellen Zeitungsartikel, dass ab Freitag dort der Lockdown so aussieht, dass man maximal noch eine Stunde außer Haus gehen darf und nur in einem Radius von 1 Kilometer. Und wir haben ja Kontakte ja auch in andere Länder. Ist tatsächlich so, ist Passierscheinlösung. Ja, also wenn man rausgeht, man braucht einen Passierschein, beziehungsweise man kann sich den selber ausfüllen, wo man aber bevor man aus dem Haus geht, der schon reinschreiben muss, was macht man, wo geht man hin und warum, damit der bei einer Kontrolle halt stattfinden kann. Schauen wir uns die Filialdichte an. Ist es so, dass ein Jahr Leute nicht mehr zu einer Bankfiliale gehen können, weil die einfach mehr sozusagen als 1 Kilometer dabei ist. Von daher sagen wir schon immer wieder auch, richten Sie sich ein Online-Konto ein. Ein gutes Online-Konto ist jetzt ein Beispiel vom Uwe, der hat mich jetzt bei uns kommentiert, dass er das machen wollte, und zwar für seine Frau, die ist selbstständig, und er hat das auch ganz, auch das verlinke ich mal direkt unter unserem Video. Er hat das ganz ehrlich angegeben, selbstständig und aktuell wegen der Corona-Geschichte 200 € Einkommen. Bei der Bank, die hat das abgelehnt. Ja? Das ist auch ganz klar, wenn man jetzt ein kostenloses Konto bei einer unserer Top-Banken mit Kreditkarte, mit Kreditlinie beantragt, ja, das hat es davor auch schon nicht gegeben, dass, wenn jemand Einkommen von 200 € hat, ein Konto mit Kreditkarte und Kreditlinie kriegt. Von daher, wir haben es wirklich jetzt seit einem Dreivierteljahr immer wieder geschrieben, in den guten Zeiten sich die Konten einzurichten, dann, wenn man im Job ist oder dann, wenn man als Selbstständiger auch wirklich so ein Einkommen verdient, was gleichwertig von der Höhe, halt, gleiche Höhe ist wie beim Angestellten, ist das in den meisten Fällen gar kein Problem, so ein Konto zu öffnen. Das haben ja Tausende gemacht, die bei uns hier mitlesen oder manchmal auch so durch den Kanal halt huschen. Wir sehen es an den Feedbacks. Und es wird noch mehr treffen. Ich bin ja auch mit einigen Unternehmern in Unternehmerrunden vernetzt. Postet einer, er kommt nicht zum Treffen, also Online-Treffen. Bei ihm in der Firma werden jetzt wegen dem Lockdown, erst vor kurzem nach der Ankündigung, 30 Leute entlassen. Muss sich darum kümmern. Ja? Weil es gibt immer noch Leute, die auf so einer Insel sitzen und sagen, na, mir kann es ja eigentlich gar nicht passieren. Ja, wir erleben da etwas, was tatsächlich einzigartig ist. Und als smarte Bankkunden wäre es gescheit, sich damit zu beschäftigen. Ich weiß auch, dass auch viele das bei uns gemacht haben, auch gerade im Aufsteigertraining, die quasi über die smarten Bankkunden noch einen Schritt weiter gegangen sind und sich mit Lösungen beschäftigt haben. Unter anderem ist vielleicht auch ganz interessant, wo man beschränkt ist mit dem, mit dem Rausgehen, ja, obwohl es bei uns noch besser aussieht wie aktuell in Frankreich, hat sich jemand ja, spezialisiert darauf, fürs quasi Geschäft, Leute mit hochwertigen Lebensmitteln zu versorgen, ja, also wenn man selber nicht rausgeht, dass sie dann halt online bestellbar sind und dann geliefert werden, ja, also für den, vielleicht ist es jetzt für jemand ja interessant, der mehr darüber zu erfahren kann, gerne auch mal auf mich zukommen, denn stelle ich den Kontakt her, kann ich das mal weitergeben. Denken Sie auch selber nach, was gibt es an Geschäftsmöglichkeiten und sind vermutlich dann neue Geschäftsmöglichkeiten, neue Ideen, vielleicht welche, die man nochmal ganz neu durchdenken muss, ja. Was kann man tatsächlich machen? Wir haben ja jetzt so viele Leute, die freigestellt werden, entweder von der Arbeit und der Zeit und dem Geld oder welche, die jetzt quasi einfach nur daheim sitzen und kriegen trotzdem Geld. Ja, aber ist die Frage, die man sich jeder stellen kann, ist, was mache ich damit? Ein Punkt, Sie sehen so ein bisschen, ich habe hier einen kleinen Spickzettel, dass alles drin kommt, fast übersehen, ist aber in der Sonntags-E-Mail auch drin. Nutzen Sie auch die Zeit tatsächlich, falls Sie es nicht schon gemacht haben, alle Ihre Finanzunterlagen nochmal durchzugehen. Ja, wir nennen es Nettovermögensbilanz. Wir haben dazu eine Anleitung. Es gibt dazu, ja, auch eine Excel-Tabelle, wo da alles reinkommt. Was haben Sie alles an Guthaben? Was haben Sie alles an Verbindlichkeiten? Anderes Wort wäre jetzt Schulden, dass Sie eine Übersicht haben. Ja, das ist für einige Leute wirklich ganz interessant und
teilweise auch berührend, weil da kommen dann Sachen rein, die hat man schon fast vergessen. Und ja, man kann darauf halt aufbauen. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Letzter Abschluss nochmal. Unter den Videos sind da nochmal die Links, wo es auch zu Girokonten geht. Habe ich dem Uwe nämlich dann auch empfohlen. Wir haben ja auch eine, die sind Schufa, mit der Schufa hat es bei seiner Frau nichts zu tun, es hat nur mit der Einkommen zu tun. Aber die sind frei von der Bonitätsprüfung. Ja, es gibt noch Anbieter bei uns im Land, die bieten kostenfrei Girokonto ohne jegliche Bonitätsprüfung an. Das kann man öffnen, das bieten die aktuell an. Ja, wenn jetzt natürlich die ganze Welt dahin rennt, dann wissen wir auch nicht, wie lange das noch bleibt. Ja, ob dann für dann später Neukunden, wir haben es schon mehrfach gesehen, dann wieder andere Sachen halt zutreffen. Also einfach die Links unter dem Video checken, da ist jetzt auch nochmal mit den Kreditlinien drin, ne? Wo könnte man sich jetzt nochmal welche besorgen, einfach wenn man noch aktuell im Job ist, wenn der erstmal weg ist, ja, dann ist diese Chance verpasst. Ja, genau. Also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, gerne auch das Video teilen, für jemanden, der sagt, das sollte er sich vielleicht mal anschauen. Und dann bis nächsten Sonntag hier gerne wieder im Kanal. Dankeschön.